Und ja, mal sehen, was sich daraus entwickelt aus der einen oder anderen Begegnung. Vielleicht, dass man sich wieder sieht, wieder trifft. Vielleicht auch Freundschaften. All das kann heute passieren. Und wir wünschen euch allen einen schönen Tag. Internationale Tag der Sehbehinderung. Das wollte ich jetzt noch abwarten. Und wir von beiden Blinden und Sehbehinderten machen das immer als Aktionstag. Das heißt, wir wollen den Leuten, die noch sehen, denen wollen wir zeigen, wenn es schlechter wird, es gibt Hilfsmittel, es geht weiter. So, hallo, ich bin also heute im Reichelshof üben und habe den Herrn Händlich und die Frau Thaler vom Mikrofon. Beide vom Blindenbund oder wie sagt man, Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. Ja. Was können Sie mir heute sagen über diese Aktion? Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund, nicht nur der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund, sondern auch eigentlich der ganze DBSV, Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, veranstaltet am 6. Juni jedes Jahr in ganz Deutschland den Aktionstag Sehbehindertendach. Wir wollen mit dem Dach Aktionen machen, wie Hilfsmittel zeigen, Leuten, die noch sehen, aber betroffen sind, zeigen, dass es weitergeht, Hilfsmittel zeigen, wie sie selbstständig und Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Das machen wir mit unserem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund. Wir besuchen die Leute zu Hause. Wir haben einen Reha-Dienst, der kommt zu denen ins Haus und zeigt ihnen, wie sie wieder Kaffee einschenken können, wie sie wieder Kuchen machen können, wie sie ihren Haushalt selber führen können. Halt die ganze Teilhabe an der Gesellschaft wieder machen können und leben können. Jetzt habe ich ja gesehen, also gelesen, es ist ja sehr viele Aktionen hier jetzt für die Kinder, für die Jugendlichen, die hier geboten werden, zum Beispiel ein Café, wo man ganz im Dunkeln sich bedienen muss. Ist das alles von Ihnen erstellt und aufgebaut? Ja, die Kinder müssen sich nicht bedienen, sondern wir Sehbehinderte und Blinde, Frau Thaler und ich, wir bedienen die. Wir führen die nur rein ins Dunkle, die bleiben im Dunkeln sitzen, wir bedienen die im Dunkeln. Sie müssen versuchen, die Kinder ihren Mund im Dunkeln auch zu finden. Das ist das Interessante dann. Oder mal ein Muffins aufzumachen. Nicht das mit dem Papier essen, sondern auch aufzumachen, im Dunkeln mit den Händen dann aufzumachen. Das ist das, was wir den Leuten zeigen wollen. Es geht alles auch, wenn man nur will. Weitergehen. Macht mal alle Platz. So, alle gehen mal zurück, alle Kinder. Der Hund sucht sich praktisch in den. Wir schauen mal hier vorne. Moment. Geh mal zurück, geh mal wieder alle zurück. Hier hinten ganz nach hinten. Du gehst jetzt zu mir rein. Sie gehen jetzt Richtung Stuhl. Myopathia pigmentosa festgestellt. Eine Netzhauterkrankung, bei der das Gesichtsfeld durch Zerstörung der Sehzellen immer kleiner wird und zur vollständigen Erblindung führt. Nachtblindheit sowie Farbblindheit gehören von Anfang an dazu. Und seit 4 Jahren bin ich gesetzlich blind. Das heißt, ich habe ein Gesichtsfeld von etwa 2 Grad. Dies entspricht der Größe eines Stecknadelkopfes. Ein gesundes Gesichtsfeld hat etwa 120 Grad. Mit dem linken Auge kann ich... Weil diese Ruhe ist ganz schwer zu ertragen. Und die Zeit von einem blinden und sehbehinderten Menschen ist für ihn sehr lange, weil er nicht sieht. Ja? Er kann nicht sehen, das heißt, er kann sich nicht umschauen. Ist da jetzt ein Vogel oder ist da jetzt, was weiß ich, die Menschen um einen herum? Das lenkt ab. Und damit vergeht die Zeit einfach schneller. Wenn man nichts sieht, dann hört man. Das ist richtig, hört man eher. Aber die Regel Nummer 1 ist, das darf ich euch einfach mal gleich sagen, einen blinden Menschen möglichst niemals warten lassen. Wie Sie jetzt eben selber erfahren haben, so eine Minute kann wirklich ätzend lang werden. Richtig schlimm. Ja. Gleichzeitig geht die Stockspitze nach rechts, sodass der rechte Fuß wieder abgesichert ist. Und das im Text. Immer. Und dann erwische ich auch Hindernisse. Nur so erwische ich Hindernisse, wenn ich diese Grundtechnik einhalte. Und dann weiß ich, aha, da steht jetzt wieder ein blödes Hindernis. Ja, was mache ich denn damit? Dann schlage ich dagegen und dann höre ich, oh, was für Material, ist das Holz, ist das Eisen, was könnte das sein? Dann hat jedes Hindernis ein anderes Geräusch und das muss aufgeschult werden.
Für die Blinden, damit die sich gut hören. Weil die können ja nichts mehr sehen. Deshalb müssen sie gut hören können. Und das wird auch in der Ausbildung gelernt. Hören. Du kannst die Ausbildung immer loslassen und sie dann auch ein bisschen so hören, wo sie hingehen. Was ist denn besonders schwer, wenn man sehbehindert ist oder blind ist? Was ist denn besonders schwer so in der Umwelt, im täglichen Leben? Ja, das fängt an bei dem Gehen. Dafür gibt es dann das Orientierungs- und Mobilitätstraining, das gemacht wird, wo man eben trainieren kann, richtig mit dem Stock zu gehen, den Stock richtig zu benutzen und auch selbstständig im Verkehr teilzunehmen, als Fußgänger eben auch die Busse und die Züge verwenden zu können und die zu erreichen und damit auch klarzukommen. Und auch so eben im Haushalt, wie Herbert schon gesagt hatte, im Haushalt eben klarzukommen und eben die Teilhabe auch an der allgemeinen Gesellschaft, dass man da zurechtkommt, dass die anderen auch auf einen aufmerksam gemacht werden und einen beachten und eventuell auch Hilfe anbieten oder eben auch verstehen, warum manches eben bei uns anders geht als normal. Ähnlich. Sie sind ja auch wahrscheinlich täglich in Schweinfurt unterwegs. Was können Sie denn der Stadt Schweinfurt, unseren Stadträten empfehlen, was geändert werden muss aus Sicht der Sehbehinderten und Blinden? Nachdem ich ja im Behindertenbeirat auch dabei bin, kann ich da schon immer Tipps geben, zum Beispiel Treppenmarkierungen. Im Rathaus zum Beispiel die Treppenmarkierungen, es hat lange gedauert, bis das geklappt hat. Ne? Aber so zum Beispiel Pflastersteine, dass man die eventuell ein wenig glatt macht. Ne? Dass man bei den Bussen, dass die regelrecht an den Randstein hinfahren, ist nicht immer möglich, weiß ich, aber dass es, wenn möglich ist, dass man bei den Bussen richtig außen einsteigen kann. Ne? Das ist es. Nicht, dass man immer fragt, wo fahren Sie hin, da oben steht es, es langt nicht, wir müssen es wissen, wo fährt der Bus hin. Ne? Ja. Ich habe ja schon gesehen, die Stadt baut ja auch so teilweise so Aluminiumpfosten in die Gehwege rein. Mhm. Ist das jetzt eine große Behinderung für Sie oder nehmen Sie das wahr, wenn da so ein Aluminiumpfosten steht? Mit dem Stock auf jeden Fall nehme ich das wahr. Ja. Also ist kein so großes Problem? Kein so großes Problem. Wenn er richtig markiert ist, also auch mit einem weißen Streifen außenrum, ist das kein Problem. Genauso die, manchmal stehen so Straßenlaternen am Straßenrand. Dass man da einen weißen Ringel außenrum macht, ist es ja natürlich ganz klar. Ne? Frau Dahler, unser Hauptbahnhof, wie sieht es denn da aus? Kommt man als Behinderter, als Sehbehinderter, als Behinderter überhaupt in diese Züge rein? Oder findet man sich überhaupt zurecht bei unserem Hauptbahnhof? Ich muss jetzt gestehen, den Schweinfurter Hauptbahnhof kenne ich nicht so gut, weil ich nicht von hier bin und hier auch nicht so oft fahre. Aber Herbert kennt das besser. Ja, nee. Also da ist natürlich viel Arbeit noch zu machen. Ne? Nicht nur die Stadt, sondern auch die Bahn ist da sehr gefragt. Die Treppen und so weiter, das ist für uns Sehbehinderte und Blinde sehr schwer zu erreichen. Beziehungsweise auch die Bahnsteige, auf welchem Bahnsteig bin ich denn jetzt eigentlich? Die kann man markieren. Es gibt da in Bamberg sehr gute Ansätze, die man gemacht hat. Ne? Und ich denke auch in Würzburg, wenn der Bahnhof jetzt gebaut werden soll, wird man da ein Vorbild haben. Aber ich denke, in Schweinfurt muss man da noch viel arbeiten, damit man da zurechtkommt. Also gut, ein Hinweis an die Bahn. Auch mal beim Blindenbund nachfragen. Ja. Vielleicht kommen wir da mal Hinweise. Genau, richtig. Also dann vielen Dank und ich schaue mich noch ein wenig um. Und ja. Dankeschön. Herzlichen Dank auch. Danke sehr.